In diesem Video werde ich die Beweise zeigen, dass das Ocean Egg zu 1.000.000% bestätigt ist, dass der Lucid noch im Intro. Viel Spaß mit dem Video. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von ArianeLucidDK. In diesem Video werde ich dir sagen, warum das Ocean Egg zu 100% bestätigt ist. Ja Leute, Adopt.me hat ein paar Tweets gepostet und ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass wir das Ocean Egg nun bekommen werden. Und ich kann euch gleich zeigen, warum. Wir haben ja schon etwas länger das Fossil Egg, tatsächlich nicht so lange, wie wir das Aussie Egg hatten, aber schon etwas länger. Und deswegen freue ich mich echt sehr, sehr, das Ocean Egg zu bekommen. Und ich kann euch jetzt gleich zeigen, warum. Ich weiß, dass wir eins bekommen. Und zwar hat Adopt.me was auf Twitter gepostet. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Einmal hat Adopt.me hier dieses Video auf Twitter gepostet. Und da sieht man ja schon ziemlich, ziemlich gut. Okay, wir haben hier einmal eine riesige Haiflosse. Hai Ozean, dann schwimmt sie mit einem Schlauchboot auf einem Ozean und mit einem Starfish auf der Hand. Also, für mich läuft das auf ein Ocean Egg hinaus. Ich denke, ich bin da nicht der Einzige, der das denkt. Aber was für mich das Ocean Egg zu 99,9% gestern bestätigt, war das gestern, ich weiß nicht, was das Ocean Egg zu 99,9% bestätigt hat, war folgendes Video. Und zwar war das dieses Video hier. Und man hört so etwas diesen Unterwasser-Sound. Und dieser Post hat das Ocean Egg für mich zu 99,9% bestätigt. Was das allerdings noch viel mehr bestätigt, kann ich euch gleich zeigen. Aber wir können ja erstmal etwas über diesen Post reden. Man hört Blubberblasen. Ich denke, ist ganz klar, dass das Wasser sein soll. Und vielleicht kann man denken, dass man unter Wasser ist, weil wir haben keine Möglichkeit noch gehabt, unter Wasser zu sein. Deswegen können wir nicht hören, wie es sich dort anhört, wenn man unter Wasser ist. Man hört ja immer nur diese Schwimmbewegungen. Und ich denke, dass man unter Wasser, also dass das eine Unterwasserwelt darstellen soll. Aber was dann noch viel mehr bestätigt und was das zu 1.000.000% bestätigt, dass wir ein Ocean Egg bekommen, ist dieser Post hier. Er sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas langweilig aus, aber weil hier haben wir nichts Neues, hier haben wir nichts Neues, hier haben wir nichts Neues, aber wenn wir jetzt mal hier gucken, wenn wir dort jetzt einmal gucken, hier sehen wir einen Hai, beziehungsweise eine Haiflosse. Und Leute, ein Hai oder ein Ozean, kommt schon. Das muss auf das Ocean Egg hinweisen. Das heißt, wir bekommen offiziell ein Ocean Egg. Und ich freue mich richtig. Hier sehen wir die Haiflosse und hier unten können wir vielleicht noch etwas vom Hai erkennen. Und das ist so, so, so cool. Und zu dieser anderen größeren Haiflosse, da können wir mal hier gucken. Und zwar ist die ja im Boot und ein Boot und ein Ocean. Also für mich hat das schon gute Erkenntnisse und so. Und sie haben dazu geschrieben, zu diesem Post mit dieser riesigen Haiflosse, dass die keine Assoziation daraus ziehen sollen, glaube ich. So kann ich das, glaube ich, ausdrücken. Und zwar ist das hier vonstatten gefunden. Wenn wir jetzt hier gucken wollen, ob man Unterwassersounds hört, dann hört man das nicht. Man hört nur die Schwimmsounds. Und ja. Also wir sind ziemlich sicher, dass wir... Also ich bin mir zu wirklich 1.000.000% sicher, dass wir ein Ocean Egg bekommen. Und das ist so, so, so cool. Ich denke, das Ocean Egg wird in circa einem Monat kommen. Denn Adopt.me hat einen Monat, bevor das Fossil Egg rauskam, das Fossil Egg angekündigt. So etwas angekündigt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es in einem Monat kommen wird, circa. Und was ich ziemlich, ziemlich komisch finde, ist, dass es auf TikTok so viele Theorien gibt und schon gab, wann das Ocean Egg kommen wird. Es war zum Beispiel eine Theorie, dass das Ocean Egg
dass das Ocean Egg am 12. März kommt, obwohl das Ocean Egg am 12. März noch nicht mal richtig angekündigt war. Es war davon auszugehen, dass eins kommt, aber es war noch nicht mal richtig bestätigt von Adopt.me, dass ein Ocean Egg kommt. Jetzt ist es bestätigt, aber es gibt immer noch keinen Termin, wann es kommt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf TikTok rumscrollt und ihr irgendwelche Datums seht, dann hört wirklich nur auf Adopt.me oder YouTuber-Datums. Wenn Jojo oder ich euch ein Datum mitteilen und euch den Post dazu zeigen oder ihr das von Adopt.me seht, von dem originalen Adopt.me-Account, dann könnt ihr euch zu 100% sicher sein, dass das echt ist. Aber wenn ihr das von irgendjemandem seht, der euch das sagt und euch ein Bild von dem zukünftigen Profilbild einblenden wird, dann heißt es nicht unbedingt, dass das echt ist. Weil ich habe es gesehen, dort wurden einmal, also dort, ihr kennt ja diese typischen Adopt-Me-Titelbilder. Ich meine jetzt hier sowas oder so. Dort wurde so ein Bild eingeblendet und dann wurde gesagt, das kommt am 12. März. Und das haben so viele Menschen gesehen, die alle dachten, das Ocean Egg kommt am 12. März, obwohl das gar nicht von Adopt.me bestätigt ist. Wenn ihr zu 100% sicher sein wollt, dass das Adopt.me, dass das Ocean Egg kommt, guckt bei Jojo oder guckt bei mir, dort werden wir beide euch auf dem Laufenden halten, oder guckt bei Adopt.me selbst. Und wenn wir euch ein Datum sagen, dann haben wir genug recherchiert und dann wissen wir zu 100%, dass das von Adopt.me original bestätigt wurde, dass das an diesem Tag kommt. Und wenn das irgendjemand bei TikTok sagt und der keine guten Beweise hat, weil dieses Profilbild kann jeder Franz faken, dann heißt es nicht unbedingt, dass das so kommt. Und es sollte am 12. kommen, es sollte am 13. kommen, es sollte am 15. kommen. Alle haben sich Fossilex gekauft, alle waren gehypt und dann kam es nicht. Also, ist schon schade. Oder ich habe auch gemerkt, dass eine große TikTokerin sowas auch gemacht hat und da haben sich natürlich viele gefreut. Das war eine TikTokerin mit 100.000 Abonnenten und da fand ich schon etwas komisch, dass sie das geteilt hat, weil eigentlich müsste sie wissen, dass das an diesem Tag nicht kommt und um diese Uhrzeit. Naja, egal. Ich denke, das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Checke gerne die ganzen Links in der Infobox aus. So mein TikTok, mein Instagram und so. Und mein Roblox-Profilbild, ihr könnt mir auch gerne auf Roblox folgen. Das würde mich richtig, richtig freuen. Und meiner neuen Gruppe beitreten. Das würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Und bitte kauft keinen Merch mehr von der alten Gruppe. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Bitte kauft keinen Merch mehr von der alten Gruppe. Und bitte tretet doch nicht mehr in meiner alten Gruppe bei. Ich habe eine neue Gruppe. Bitte kauft nur noch, wenn ihr Merch kaufen wollt, von dieser Gruppe Merch. Und bitte tretet doch nur noch dieser Gruppe bei, weil die alte Gruppe ist nicht mehr aktiv, weil ich halt nicht mehr da drin bin. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ciao, Leute.